Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmi. Und heute gibt es wieder ein Orakel und zwar Red Bull Salzburg gegen Bayern München. Der dritte Spieltag in der Gruppe. Am Wochenende hat Bayern 1 zu 2 gewonnen gegen Köln. Ich weiß nicht, ob das fair war, weil Köln hat gut dagegen gehalten. Ob der Elfmeter gerechtfertigt war oder nicht, weiß ich nicht. Ich konnte das Spiel leider nicht gucken. Ja, ansonsten hätte wahrscheinlich Köln 1-1 gegen Bayern gespielt. Ja, und ja, wir sehen jetzt hier gleich die Aufstellung von Red Bull Salzburg und Bayern München. Ich habe nur Davies ausgetauscht, weil er ja eh verletzt ist, für Hernandez und den Rest habe ich so gelassen. So, hier gibt es noch Jay Cairns. Hier sehen wir Müller, der den Elfmeter verwandelt hat für Bayern. So, ich denke mal, dass die Bayern so spielen werden, denke ich mal. Lewandowski wurde ja geschont, dafür durfte ja Choupo-Moting ran und Zirkzee. So, hier sehen wir die Aufstellung von Salzburg. Ein paar Namen werden ja wohl bekannt sein, denke ich mal. Naja, egal. Jetzt kommen noch die Bayern. Neuer natürlich im Tor. Dann haben wir Hernandez, Alaba, Boateng und Pavard. Goretzka und Kimmich. Und Müller, Sané und Gnabry. Und natürlich Lewandowski. Ja, dann gehen wir mal in das Spiel rein. So. Also ich denke mal, dass die Bayern gewinnen werden. Nur wie hoch, das muss ich mir mal überlegen. Ich denke mal, es wird ein 1 zu 1 zu 2. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie das Spiel ausgehen würde. Ja. Also ich denke mal, also Bayern hat sich gegen Köln nicht mit Ruhm bekleckert. Ich denke mal, dass sie sich schwer tun. Kann aber auch sein, dass weil Lewandowski nicht gespielt hatte, aber ich glaube nicht. Bayern können genauso gut spielen, wenn Lewandowski auch nicht dabei ist. Keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall hat wahrscheinlich Köln gut dagegen gehalten. Deswegen war der Sieg auch nicht so hoch. Wenn ich es gesehen hätte, das Spiel, dann wüsste ich auch warum. Aber so. Jo. Also wie gesagt, Davies noch verletzt, fehlt wahrscheinlich jetzt noch 5 Wochen, wenn nicht sogar noch länger. Leider schade. Naja, kann man nichts machen. Mal schauen, was wir hier jetzt im Orakel für ein Ergebnis rauskriegen. Ach, schade. Der war nix, die Flanke hier. So, jetzt ist natürlich Davies nach vorne gegangen. Davies Hernandez. Jetzt fehlt er hinten. So, jetzt geht's wieder nach vorne hier. Müller am Ball. Gnabry. Gnabry wie immer über außen. Dann machen wir mal wie Robben. Und BAM! Da ist das. 1 zu 0 für den FCB. Genau wie Robben immer gemacht hat. Von außen nach innen und dann abgeschlossen. Ah, Süle fehlt ja eigentlich auch. Der hat ja Covid-19. Er ist ja infiziert. Wenn das nicht auch wieder so ist wie bei Gnabry, wo der erste Test positiv war und der zweite Test war da nix. Also ich halte von den Tests eh nix, weil ich weiß nicht. Man sieht so einen Gnabry und das 2 zu 0 durch Müller. Ja, wie gesagt, den Covid-19-Tests, weiß nicht, ob die wirklich hundertprozentig gut sind. Also ich kann das auch nicht sagen. Ja. Wenn die meinen, dass durch diese Tests das bewiesen werden kann, dass man kein Covid hat, aber ja, naja. Genau wie das mit den Impfungen, ob das dann auch so hinhaut, weiß man auch nicht. Aber ich bin kein Arzt und manche von euch auch nicht. Spielen wir mal zu Neuer hier, dass er nicht so gelangweilt ist. Beinahe. Kommt denn noch dran? Was war das denn für ein Pass? Das war ja mal gar nichts hier. So. Wieder von hinten aufbauen. Alaba, Goretzka, Sané. Naja, dafür ist Sané ja wieder da. Ich weiß zwar nicht, ob er bei 100% wieder dabei ist. Oder ob er wieder nur eingewechselt wird. Das werden wir ja sehen. Ach, geblockt worden. So, hier wieder Müller. Zu Goretzka und. Da ist das 3 zu 0. Naja, wir werden es sehen. Also, wenn die
Bayern so spielen wie hier in dem Spiel, dann wird es eng für die Salzburger. Ich will immer Leipzig sagen, aber das ist ja Salzburg. Also ich denke mal 3-0 in der Halbzeit, in einer Halbzeit schon, glaube ich nicht. Obwohl ich hier auf Profi spiele. Was macht denn Lewandowski hier außen? Och, das wäre so ein schönes Tor geworden. Schade. So, Abstoß durch Salzburg. Jetzt müssen wir uns den Ball wieder erobern. Und da haben wir den schon. Und 4-0 durch Lewandowski. Lewandowski. Boah, schön herausgespielt das Tor. Müller zu Lewandowski und dann BAM! Herr Wolski, aber 4-0 in einer Halbzeit, das ist ein bisschen happig. Da hätte ich aber echt komisch getippt dann mit meinem 1-2. Wenn das wirklich hier so ausgehen würde. Aber ich glaube nicht. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Aber ich habe ja schon gesehen, ihr seid ziemlich faul im Schreiben, weil im letzten Orakel, da haben vielleicht mal gerade 2 oder 3 Leute geschrieben. Echt schade. Aber naja. Hauptsache, es schreibt jemand. Beinahe das 5-0. Aber das wäre ein bisschen zu arg gewesen. Jetzt haben wir gleich Halbzeit. Ich denke mal, das wird hier der letzte Angriff werden. Jawohl. Ja. Dann sehen wir uns gleich zur zweiten Halbzeit. Bis gleich. So, ich habe 2 Auswechslungen getätigt. Und zwar habe ich Pavard rausgenommen für Sarr. Und dann habe ich noch Sané rausgeholt für Costa. Hier sieht man ihn schon. Ich denke mal einfach so, weil Sané ja ziemlich noch nicht so 100% ist. Denke ich mal, dass der auch entweder eingewechselt wird oder ausgewechselt wird. Wir werden es sehen. Bei Pavard, das war einfach so. Und da haben wir das 5-0 durch Lewandowski. Jawohl. Aber 5-0. Ein bisschen heftig. Was meint ihr? Und das nach 51 Minuten. Aber wir werden sehen, wie es im Real Life ist. Lauf doch, Costa. Beinahe hätte er seinen Hattrick. Gut, war glaube ich kein Hattrick dann. Ein Hattrick ist ja 3 Tore in einer Halbzeit und hintereinander. Da dürfte eigentlich keiner dann dazwischen ein Tor machen. Vielleicht packt das ja noch, wenn ich ihn nicht auswechsle. Aber ich würde gerne noch Choupo-Moting reinnehmen gleich. So, Costa wieder hier am Flitzen. Hier haben wir Müller. Ach, Müller spielt den Torwart an. So, hier haben wir einen Eckball. Mal gucken, was wir da draus machen. Gar nichts, okay. Und dann versuchen wir es nochmal. Am besten hier auf Lewandowski. Weil er ziemlich groß ist. Jawohl! Am besten immer auf die Großen spielen. War das 6-0 durch Lewandowski. Sein drittes Tor in diesem Spiel. Schon heftig. Ich glaube, ich wechsle ihn auch jetzt aus. So, ich habe Lewandowski jetzt ausgewechselt. Dafür ist jetzt gleich Choupo-Moting drin. Aber der kommt ja erst bei der nächsten Unterbrechung rein. Weil hier ist noch Lewandowski. Ah. Und schon haben wir die Unterbrechung. So, die Nummer 13 kommt rein für die Nummer 9. Und Lewandowski beschwert sich. Ich bin Scheißtrainer. Nee, Quatsch. Avicii. Hier haben wir schon Choupo-Moting. Oh, schade. Mal schauen, ob Choupo-Moting ein Tor macht. Noch hat er ja noch die Zeit. Ach, komm jetzt. Auf geht's nach vorne hier, Jungs. Costa. Müller. Und das war Kacke. Das war Kacke gespielt. So, Müller nochmal. Choupo-Moting. Und da ist das 7-0. Ja, Choupo-Moting macht sein Tor. Nach 10 Minuten. Okay. Das wird eine Klatsche hier für Salzburg im Orakel. Im Real Life glaube ich eher nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt stehen in ihrer Liga. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Schön raus auf Costa. Jetzt flanken wir. Und ja, das war gar nichts. Abseits, oder? Ja. Leider zum Falschen geköpft. So, hier wechselt jetzt Salzburg aus. Aber wer reinkommt, sehen wir gleich. Okugawa, ja, der andere Name, kaum auszusprechen. Ja, moin. Was ein Tor durch Goretzka. Was für ein Vollspann.
voll drauf aufs Tor. Schöner Ausspiel hier. Ein schönes Tor war das hier. Und wir spielen immer noch 12 Minuten. Ich bin mal gespannt, wie das hier noch ausgehen wird. Ob es zweistellig wird, das ist die Frage. In der Zeit könnt ihr mal liken hier. Und abonnieren natürlich. Abonnieren und liken nicht vergessen. Ah. So, wir haben gleich das Spiel vorbei. Und Salzburg macht bis jetzt noch kein Tor. So, wir brauchen gar nicht sehen, was hier jetzt kommt. Einfach weiterspielen. Also Salzburg hat nur einmal ausgewechselt. Ist das in FIFA eigentlich auch, dass wir hier fünfmal wechseln dürfen? Oder ist das nur im Real Life so? Ich habe das noch gar nicht ausprobiert. Weil normalerweise ist doch immer dreimal. Ich habe das noch nie ausprobiert bis jetzt in dem FIFA hier. Das war kacke. Aber was für ein Tor. Durch Kimmich. 9:0. Ja, und er tanzt hier. Wunderschön. Aber schön den Ball erobert. Durch Choupo-Moting. Dann per Fallrückzieher zu Kimmich und dann ins Tor. Schönes Tor gewesen. Eins schöner wie das andere. Aber das ist ein bisschen zu hoch hier, finde ich. Also ich bleibe bei meinem 1:2. Machen wir das 10:0. Jawohl. 10:0 durch Choupo-Moting. Und wir haben noch 2 Spielminuten. Also die Nachspielzeit noch. Jetzt soll es ein bisschen locker angehen. Ich denke mal, das ist hoch genug. Oder lasse ich ihr noch die Chance? Na. So, das war's mit dem Orakel. 10:0. Ja, ich glaube nicht, dass das 10:0 ausgehen wird. Aber schön war es im Orakel. Lewandowski, 4 Versuche und 3 Tore. Richtig nice. Ja, da würde ich mal sagen, denkt an eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.